American Football, das ist, wie der Name schon sagt, vor allem in den Vereinigten Staaten eine große Nummer. Doch auch hier im Westerwald wird die Sportart auf hohem Niveau betrieben. Die Montabaur Fighting Farmers spielen in dieser Saison in der GFL 2, also in der zweithöchsten deutschen Liga, und schlagen sich durchaus wacker. Bisher haben die Farmers 2 Siege eingefahren und eine Niederlage kassiert. Wie die Saison gelaufen ist und was die Ziele für die restliche Spielzeit sind, darüber haben wir mal mit Trainer Michael Treber gesprochen. Michael Treber, Head Coach der Montabaur Fighting Farmers. Ihr habt jetzt 3 Spiele bestritten in der GFL 2. Die Bilanz lautet 2 Siege und eine Niederlage. Wie fällt denn das Zwischenfazit zur bisherigen Saison aus? Die GFL 2 ist eine Herausforderung für uns, da wir aus der Regionalliga kommen, aber das ist genau die Herausforderung, die wir haben wollten. Und dann merkt man halt einfach, wenn wir kritische Fehler machen, wie dann der Gegner dann einfach dann, sich einen Vorteil daraus erarbeitet. Deswegen, diese sportliche Herausforderung ist großartig und was wir gesehen haben in den ersten 3 Spielen, dass wir vom Spiel zu Spiel lernen. Und das ist eine sehr gute Erkenntnis. Die Fighting Farmers sind als Aufsteiger in der GFL 2 aktiv und haben vergangenes Jahr noch in der Regionalliga gespielt. Was sind denn die größten Herausforderungen für den Verein, sowohl was das Sportliche angeht, als auch mit Blick auf die Infrastruktur? GFL 2 bedeutet einfach, dass wir besser werden müssen von Spieltag zu Spieltag und vor allem Fehler werden von anderen analysiert und es wird dann halt auch ausgenutzt beim nächsten Spiel und deswegen muss man sich immer weiterentwickeln und das macht Spaß. Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir haben, ist für den Verein. Das ist finanziell eine extreme Herausforderung und der Vorstand macht einen großen Job da. Aber wenn man sieht, wie viele Zuschauer kommen und wie die Stimmung ist, dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Ihr habt jetzt noch 7 Spiele vor der Brust. Die Saison endet Anfang September. Was sind denn eure Ziele für die restliche Spielzeit? Klar, wir sind immer noch der Aufsteiger und das heißt, unser Ziel ist jedes Mal besser werden von Woche zu Woche. Das tun wir im Moment. Das wird anspruchsvoll werden. Wir haben noch sehr starke Gegner, die zu uns kommen oder zu wo wir auch hin müssen. Der Anspruch ist, jede Woche ein besseres Footballteam zu werden und daran arbeiten wir.